Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Dwarf Fortress. Tante Mimi hatte was geschrieben. Wir haben ganz viele Aufgaben dabei gehabt. Von Hühner können drinnen leben bis zu, das ist zu viel hier unten mit den Farmen, bis zu eigene Zimmer für die User, für die Zwerge machen, über eine Taverne, über, weiß ich, was es noch alles war, ne? Das war das, was zum Anziehen kriegen und so weiter und so fort. Alles da drinnen. Wir schauen ins Logo und gehen dann weiter auf den Großbildschirm. So, dafür machen wir erstmal die Leertaste, damit wir weiterbauen können. Und wir haben. Ach ja, Jevely zum Beispiel hat sie auch geschrieben. Das heißt, nee, das war verkehrt hier die Axt. Wir bauen hier noch ein bisschen weiter aus. Wir können mal den Gang hier breiter machen, damit die da auch besser hinkommen. Genauso wie den. Und dann machen wir hier noch einen Shop mehr, die Jewelry. Und dann können die Dale mich. Die sag schon Juwelen, die wir haben, bearbeiten oder ja, Gems halt bearbeiten, dass das besser wird. Er buddelt sich hier schon voran. Wir gehen mal auf die 35 und bauen hier auch weiter. Ist noch ausgewählt. Ich würde jetzt hier mal gerade so eine Etage machen, wo die wohnen. Lass uns aber mal gerade hier ansatzweise die Wege machen. Hier rechts war ja Kartenende. Das heißt, wir machen jetzt hier 3, 4, 5. 3, 4, 5. Und da das gleiche. 5, 5. Und gehen erstmal hier nur mit einem Stück weiter und bauen hier lauter Zimmer für die hin. Aha, da wird schon weiter ausgehoben. 5, 5, 5. Ich habe keine Ahnung, was sind jetzt 8? Wir haben bestimmt mehr wie 8 Zwerge. 15 haben wir da oben, okay. Passt auch noch. Dann machen wir hier noch welche hin. Dann haben wir 15. Gehen mal mit 2 hier rüber. Und da mit 2 hoch. Können hier, warte mal, hier hinten machen wir aber erstmal nur einen Gang. Das reicht erstmal. So, das gleiche würde ich jetzt. Ach so, warte mal, wir müssen hier nur anschließen. Damit die auch dahin kommen, wo sie hin sollen. Ne? So, dann haben die erstmal den Raum. 15, das heißt, jeder hat ein Zimmer, aber wir könnten ja eigentlich schon mal für die nächsten Migranten, die da kommen werden, hier auch noch was machen. 5, nochmal 5 und nochmal 5. Hier machen wir so. Haben wir das da gemacht? Okay, so haben wir das gemacht. Das heißt, bis zu dem Raum haben wir einfach und ab dem Raum haben wir zweifach den Zugang gemacht. Fast. Da noch einen hin, da noch einen hin und da noch einen hin. Aber wir cutten das mal da ab, weil die letzten 2 Räume sollen mal erstmal nicht ausgebaut werden. Es reicht, wenn wir dann 18 haben. Gut, das passt schon mal erstmal soweit. Ich würde jetzt hier noch mal was weiterbauen. Oder? Ne, machen wir nicht. Machen wir da nicht hin. Wir gehen eine Etage tiefer. Auf die 34. Hier hat er schon runtergebuddelt was. Und machen wir hier so einen Gang. Das ist unsere komplette Breite, das auch. So andeutungsweise, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Und dann machen wir hier die Taverne hin, oder?
So, da ist die Taverne und hier gegenüber machen wir das gleiche nochmal für einen Gebetsraum. Ob. Wie sind das denn? 3, 6, 9. Weil den hatte Tante Mimi auch angeschrieben, dass wir den brauchen. Rubber, den da weg. Und da oben muss noch einer hin für die Taverne, damit sie da auch reinkommen. Passt. Was haben wir hier? Left click for recenter and expand option. Okay, cancel brew drink from plant. Need empty from food storage item. Okay. Er hat keine Fässer mehr. Das heißt, wir gehen mal hoch. Was hatten wir hier? Kitchen. Still. Crafts Workshop. Da ist noch nicht ausgebaut, er hat aber schon angefangen. Ist der Dingens? Haben wir den. Wo haben wir denn den Carpenter? Tanner. Butcher. Kitchen. Stoneworker. Ah, Carpenter. Da ist er. Ja, dann brauchen wir ein paar Fässer. Barrel. Brauchen wir erstmal ein paar. Ist da schon einer hingegangen? Oh, hier ist gar kein Holz mehr drin. Aber es wird gerade was gebracht wohl. So, Tante Mimi hatte auch mit den Hühnern hier geschrieben. Ach, die können wir auch noch schlachten, ne? Das müssen wir jetzt mal machen. Hier in Butchery ist das nicht. Wir brauchen da Pets Livestock. Dann können wir das hier angehen, ne? Das erste, ich glaube, die werden immer unten weiter angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Schafe und einen Bock und ein Schaf. Und hier haben wir nochmal. Das ist auch das gleiche. Schade, dass man hier jetzt das Alter des Tieres nicht sieht. Ein Jahr alt. Aber die sind jetzt zu viert da. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Die Hühner, da können wir nochmal gucken. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen mehr, den wir vielleicht schon mal schlachten können. Also hier haben wir schon mal, ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich unser erstes Huhn. Da haben wir drei Rabbits. Sind die schon erwachsen hier unten? Ja. Das heißt, da machen wir auch noch einen Rabbit weg. Hier unten sind nochmal zwei. Da ist noch ein Lamm. Und hier sind die ganzen Chickens. Die müssen aber erst noch erwachsen werden. Ich denke mal, das passt erstmal. Hier ist ein Stray War Dog. Wir müssen auch noch mehr Hunde haben, ne? Hier ist Stray Dog, den wollen wir auch zum War Dog machen. Das heißt, den werden wir hier mal anklicken. Das geht da. Jetzt wird dieser Hund hier, wir haben ja nur zwei, wird dann auch trainiert. Ah, ich glaube, da ist gerade schon einer gekommen. Na ja, genau, der trainiert den schon. Da müsste jetzt gleich aus dem anderen Hund, diesem Hund jetzt da auch der Warhund werden. Ja, jetzt sind zwei, hat schon geklappt, fertig. Gut. Ach ja, wir hatten wohl Elfenbesuch und ich habe denen wahrscheinlich die Holzbetten angeboten. Die haben sie natürlich nicht mitgenommen. Brauchen wir also auch nicht drüber reden. Das ist schief gelaufen. Irgendwie haben wir auch keine Türen. Wir machen, vielleicht sollten wir auch noch einen zweiten Butcher's Shop machen, wa? Ich weiß nicht. Taverne haben wir unten angelegt und den Gebetsraum auch. Wir müssen noch so viel machen, ne? Tante Mimi hat mir eine ganze Litanei aufgeschrieben im Kommentar. Da müssen wir uns kümmern. Warum liegt denn jetzt hier ein Zierkorn? Einfach nur Lagerraum, ne? Da ist auch einer. Ach nee, das vom Abbauen wahrscheinlich noch da. Wäre schön, wenn hier weitergebaut wird. Wo wird denn gebaut? Ist der erst ganz nach unten gegangen oder wo ist der? Oder ist gerade kein Bauarbeiter da? Wahrscheinlich ist gerade kein Bauarbeiter da, ne? Das ist schlecht. Was macht der? Ja, wir müssen noch hier einen Längens machen, noch einen Stall für innen sozusagen. Machen wir den hier hin? Ich glaube schon, ne? 9, 3, 6, 9. Ist das 9? Das ist 9. Darum machen wir die aber gerade mal weg.
Das muss nur einfach sein. Ah, jetzt geht es hier zum Glück weiter. So, das heißt, wir können da, wenn er hoffentlich das zu Ende baut, gleich einen Stockpile machen für die unbehandelten Juwelen. Die unbehandelten Juwelen, Steine, Steine, weiß ich nicht. Er macht das auf jeden Fall schon mal. Das ist weg. Jetzt können wir das so machen. Den akzeptieren wir und dann setzen wir da die Gems rein. Ne? Custom, Gems, Raw, nicht Cut. Also muss hier None sein. Ne? Gems. Warte mal, hier All und da All. Und die nicht. Genau, so muss es sein. Aber das ist Glas. Ne, Glas machen wir None. Das will ich da nicht haben. Hier gibt es auch gar keine Türen. Wäre vielleicht, ja, braucht man auch keine Türen, oder? Muss man da Türen haben? Ich weiß nicht. Die werden hoffentlich aber jetzt hier schon gemacht, ne? Ach so, wir sind noch in dem Stockpile da drin. Warte. Make Rock Table. Ach ne, der macht Steine. Tische. Make Wooden Barrel. Aber hier kommen noch keine. Sind denn hier Barrels drin? Material, Furniture. Was ist denn in dem Lager? Nix, oder? Ist nichts ausgewählt, ne? Ach so, da muss ich da noch drauf. What? Wo ist da? Ach so, wieder da drauf und what? Da kommen Wood-Sachen rein. Okay, aber ich will ja nicht nur Wood-Sachen haben, sondern Finished Goods. Da ist nichts mit Barrel. Na, dann ist das erstmal so, oder? Jetzt habe ich hier wieder was gedreht am Rad. So, auf F1, dann sind wir wieder da, wo wir waren. Okay, Jewelry müssen wir noch machen. Das hatte Tante Mimi auch gesagt, damit können wir halt Geld verdienen. Macht das daraus. Hier sind auch schon die Zirkonen gekommen und das zweite Lager können wir auch schon machen, wo nämlich dann die Cut-Gems sind. So, akzeptieren wir, sagen Gems, gehen auf Custom, nehmen die raus und die raus. Und dann sind das die, die bearbeitet sind. Müssen wir dann noch einen weiteren machen, der dann das die Edelsteine dann hier in die Dingens reinmacht, sag schon, in die Möbel und so reinmacht, weil das hat Tante mir auch geschrieben, dann wird's schick, ne? Und das freut sich, dann freuen sich die Zwerge. Na, ist der, ach so. Task, add new task, cut gems. Und immer wieder machen. Ich hoffe, ich habe so viele Leute, dass sie das hier so machen können, ne? So, hier sind wir schon mal nach hinten. Da ist nichts passiert. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Warte, 35 sind hier, da ist nichts passiert. 34 ist auch nichts passiert. Okay, das heißt, hier sind. Okay, die könnten jetzt hier mal die Käfer essen. Das wäre nicht schlimm, oder? Die Schnecken, die hier überall sind. Aber eigentlich müssten wir mal gucken, dass hier der. Die Zonen gemanagt werden. Wer ist denn hier drin? Ein Schweinchen nur. Und hier sollten wir vielleicht gucken, dass da mehr drin ist. Das waren jetzt die ganzen Hühner und Häschen. Ach so, wir wollten die auch noch drin haben. Dann bräuchte ich die da nicht alle reinmachen, ne? Okay, das heißt, machen wir noch drei da rein und die anderen Hühner kommen nachher nach drinnen. Und das gleiche müssen wir natürlich hier unten auch noch machen. Da war nämlich ja auch ein frisch geborenes Tier. Das müsste da auch rein, ne? Da ist er.
Da sind noch die zwei Pferde mit drin. Ah, das müssen wir auch noch mal überlegen, was wir da machen. Aber ich tendiere dazu. Was haben wir denn hier drin? Hier ist nur das eine Schweinchen drin, oder? Kann das sein? Nee, da müssen noch mehr drin sein, oder was? Nee, diese hier, was sagt der Pfeil mir? Steht nichts, ne? Achso, die sind in dem anderen drin. Haben wir denn noch mehr Schweinchen hier? Nee, ne? Nee. Dann bleibt das erstmal so. Ah, hier oben wurde schon ausgearbeitet. Das ist schon mal gut. Da werden auch Steine weggebracht. Das ist noch besser. Oh, hier sind schon die ersten gekatteten Steine. Sehr gut. Und die müssen wir dann noch weiterverarbeiten. Das würde bedeuten, wir müssten hier oben. Machen wir nochmal ein Lager. Ja, Eingangslager braucht man da eigentlich nicht, weil das ist ja gleichzeitig das da. Das würde bedeuten, dass wir jetzt hier einfach das nächste bauen. Und das ist dann der Kette, ne? Und hier bauen wir dann bis da ein Lager. Ja, das passt. Hier machen wir einen Ausgang. Ah, wieso macht er das jetzt? Weil ich wahrscheinlich das Mausrad gezogen habe. Und so dann. Dann machen wir hier den zweiten. Das heißt, hier kommen die Rohren rein, da kommen die Bearbeiten rein und hier kommt das Endprodukt rein. Schauen wir mal, wie es wird, oder? Ich sehe aber, dass die Folge schon einiges lang ist. Was haben wir hier? An animal has grown to become a stray bug rabbit. Okay. Mesover has become a miner. Entschuldigung. There's nothing to catch in the Northern. Northern Swamps, okay. Cancelled. Kann er nicht weitermachen, weil wir keine Materialien haben. So, das kann weg. Bunny. Winter geschlachtet und da ist der ausgebildete Hund. Passt erstmal. So, die sind hier wunderbar angeleint, damit die aufpassen, dass keiner reinkommt, weil die würden melden, wenn da so ein sag schon Dingens kommt, ein Goblin oder sowas. Ja, das sieht ja erstmal gut aus, ne? Hier passiert nichts, da auch nichts. Da werden auf jeden Fall die Steine eingelagert. Wo werden die denn hingebracht? Er hatte den Karren, ne, oder? Ah, warte mal, das ist hier frei. Dann machen wir da noch ein Dingens hin, eine Zone. Pitpond nicht, sondern Penpasteur. Passt. Akzeptieren wir. Und da kommen jetzt die anderen Viecher rein. Die sind schon alle drinne. Die anderen Chicken kommen jetzt nach da drinne. Diese Chicken. So, dann haben wir auf jeden Fall drinne auch welche, ne? So. Das geht schon mal voran, ne? Oh. Jetzt ist der auch da fertig. Komm, den machen wir noch im Workshop schnell hin, bevor wir das nächste Mal nicht mehr wissen, was für einer da hinkam. Ach so, da müssen wir da noch einen Stockpile machen. Und der akzeptieren wir. Gucken wir mal gerade, ob das mit Furniture geht. Ne, Furniture war schon richtig. Das muss ich immer noch lernen, wie das geht. Ne? Dann. Gibt es denn jetzt hier Möbel? Furniture. Floodgate. Ne. Na, irgendwie
Aus was für Material die sind, ne? Nan. Machen wir erstmal Nan hier raus. Ich glaube erstmal nein. Obwohl Qualität spielt erstmal keine Rolle und Core ist auch alles. Material will ich Wood haben. Oder? Spielt das eine Rolle? Nein. Kann alles rein. Metall soll es aber nicht sein. Und Stein soll es auch nicht sein. Und Typ? Das ist ein Schrank, oder? Assemblage Tools. Keine Ahnung, was das ist. Tables hier. Thron. Fenster? Nee, machen wir nicht. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt erstmal haben möchte. Jetzt habe ich schon wieder so viel am Rad gedreht, dass ich hier auf dem falschen Level bin, ne? So, jetzt die Frage, was da reinkommt oder nicht reinkommt. Jetzt muss hier der Jewelry, haben wir aber schon ausgewählt, oder habe ich das nicht, habe ich wahrscheinlich wieder abgewählt, ne? So, die bauen wir jetzt. Gut, okay. Aber wir müssen erst hier wieder einen Cut machen. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.